Ja, hallo Leute, hier ist mal wieder Steam Dark Desire und ich mache jetzt einen, also vielleicht hat der ein oder andere ja das Deck-Profile meines Flamwell-Decks im Spielraum Wien gesehen, wo auch Dunsche dabei war. Und ich werde jetzt ein kleines Update machen, wahrscheinlich das letzte, weil ich das Deck auflösen werde. Nicht, weil es inkonstant ist, nein, das könnt ihr mir wirklich glauben, es ist sehr gut, aber weil es halt langweilig wird, immer dasselbe Deck zu spielen, immer dieselbe Sache und ja. Ich beginne mal mit dreimal dem Feuer und ich glaube, es haben sich ein, zwei Karten verändert, auch im Extra-Deck. Bisschen was, naja. Also, drei Feuer und ist klar mit drei Magier, also, glaube ich, sollte logisch sein, denn wenn der ein Monster durch Kampf zerstört, können wir uns den aufs Spielfeld holen und eine Synchronisation durchführen. Lustig ist auch, dass wenn der etwas durch Kampf zerstört, ist es anders als wieder bei den Gladys. Wir können uns den einfach aus dem Deck, zum Beispiel, wenn der Monster durch Kampf zerstört, der kann dann zusätzlich auch angreifen. Heißt, eine Situation, die mir in der letzten Zeit immer öfter passiert, ist ja ein Feuerhund am Feld. Also der Gegner hat Tourguide gemacht, First Turn. Wir spielen Feuerhund, Attack auf Tourguide. Blödsinn. Tourguide hat von mir aus Sangang also geholt. Attack auf Tourguide. Holt uns Magician. Magician, Attack auf Sangang. Also kommt wirklich gut mit dieser Combo. Also Combo, ja. Ist eigentlich wirklich solide. Dann dreimal Tengu, die overpowerte Karte. So. Also Tengu kommt einfach wirklich nice mit Magie. Was rede ich? Was rede ich hier für einen Blödsinn zusammen? Ich will schon Magier sagen. So, mit dem Flammenmagier. Weiter im Text. Weil wir haben hier für 8 Sterne, wenn man zählen kann. Und das ist einfach wirklich super, weil wir eine Achter-Synchro durchführen können, welche in diesem Deck sehr vertreten ist. Also, das ist einfach sehr gut, sage ich jetzt mal, und sehr stark mit dem Tengu. Zweimal Card Trooper, einfach aus dem Grund, weil der Speed ins Deck bringt, genauso wie der Tengu. Und wer es noch nicht wusste, wenn man Wailer auf Trooper macht, kann man trotzdem millen, was uns in diesem Deck viel wichtiger ist, als dass er Angriff dazu bekommt, denn wir millen uns die Flammbills hier in den Grave und das wollen wir, weil die Flammbills mit Rekindling wiederbelebt werden. Und daher zwei Trooper, auch wenn er zerstört wird, zwei Karten ziehen, ist einfach sehr gut. Zwei ist weiß, weil die auch Stufe 4 sind und wir dadurch eine Achter-Synchro erschaffen können oder eine Roach. Ja, eine Roach oder ein Utopia. Also, wie man eigentlich gerade Lust drauf hat. Ist eigentlich jedem selbst überlassen, wie man das macht, ja. Dann zwei Raios, ja, der eine ist jetzt geproxt, weil eben der eine gestohlen wurde wahrscheinlich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass einer gestohlen wurde. Und ja, deswegen wollte ich auch nochmal sagen, es sind zwei Proxys drin, weil mir halt noch ein Wailer für das Deck fehlt, aber wenn ich das Deck jetzt wahrscheinlich auflösen werde, ist das auch das letzte Update. Habe ich, glaube ich, eh schon gesagt. Oder war das im vorigen Versuch? Ich weiß es nicht. Dann ein Raikou, ich habe es mit zwei versucht, lief aber extrem solider mit zwei, mit einem meine ich, weil man ihn zu oft als Deathdraw hat. Ich weiß, jetzt denkt ihr euch sicher, Raikou Deathdraw, hä? Aber wir spielen so viele Normal Summons, Raio, Spy Face Down, Tengu, können wir auch einfach mal Normal Summon Trooper. Wir brauchen viel zu viele Normal Summons, als dass wir auf zwei Raikou gehen könnten. Welche uns auch noch ein Set wegbringen und ja, also ein Raikou reicht auf jeden Fall. Ne Wailer, also Dunche hat ne Wailer. Die ist gerade bei Dunche. Könnte trotzdem eine gebrauchen, falls man eine hat. Also Wailer ist immer schön, weil ich ja derzeit auch keine besitze. Ein Sangan, ein Kaios und ein Gott zum Darksplash, weil wir halt auch BLS spielen. Mit vier Darks, 5 Darks und 4 Lights geht das auf jeden Fall ganz gut hin und Sangan zerstört uns meistens Trooper und ja, das soll schon sehr gut und Kaios kommt immer nice mit Tengu oder Spy und Gott, klar, einfach Mr. Gamebreaker, der Beste und halt Billis, also ja, das waren die Monster. Wer Fragen zum Deck hat, kann natürlich auch Fragen stellen, das ist immer willkommen, auch Verbesserungsvorschläge, weil ich das Deck jetzt schon sehr lange spiele und ich mich genau daher deswegen über Verbesserungsvorschläge freuen würde. Ja, dann drei Rekindling, natürlich super rare. Bling bling. Habe ich ja schon im letzten Video gesagt. Naja. Also drei Rekindling, einfach aus dem Grund, weil wir
3-3-3 spielen. 3-3-3 spielen. 3-3, ja, stimmt. Weil wir spielen 3 Feuerhund, 3 Magier und 3 Rekindling. Und das, ich finde, das soll auch so sein. Die würde ich auf keinen Fall missen wollen. 3 Stück, 2 Stück zu wenig. 2 MSTs, ich habe es mit einem versucht. Also optimale Zahl, einfach 3 zu viel, einer zu wenig. Dann die Staples. Dark Hole, Reborn, Sturm, Book of Moon und Mind Control. Ja, all diese Karten sind Staples für mich. Die haben sogar auch die letzten zwei, beziehungsweise, oder das Book of Moon ist für mich auch eine Staple, weil man sie extrem gut verwenden kann gegen Dandelion oder andere Sachen. Und ja, deswegen ist die Karte einfach für mich persönlich sehr stark. Und dann noch ein Part of Arise, weil ich einfach finde, wir spielen Tengus, wir spielen Spice, wir spielen Trooper, wir spielen Sangan, wir spielen alles, was man wieder im Deck gebrauchen kann. Und ja. Dann zu den Fallen. Zweimal BTH und zwei Warnings. Ja, ich finde, ist nötig. Warum? Ich kann es nicht genau sagen. Vielleicht einfach, weil ich finde persönlich, dass man Schutz braucht. Muss jetzt nicht von jedem die Meinung sein, aber ich finde einfach zwei Warnings und zwei BTH sind für mich eigentlich schon fast Standards, auch Stables geworden in jedem Deck und ja, daher die vier, ja, also Prison zweimal kommt richtig, richtig geil, weil Prisons gegen vor allem dieses neue Gear-Town Deck hier sehr erfolgreich laufen und ich würde die auch auf keinen Fall missen wollen, die sind einfach super. Ja, hier das Guidi zu Solenne Giudizio. Giudizio Solenne. So, jetzt habe ich es. Italienisch. Ultra rare. Bling, bling. Ja, Staple halt. Trap Dust Shoot. Und TC einfach geilste Karten hier. Machen unendlich viel Plus. Also, bis auf das, aber die machen einfach unendlich viel Plus. Ist einfach. Ja. Sau gut. So, das Video dauert jetzt schon ziemlich lange, muss mich mal ein bisschen beeilen, damit ich noch Speicher genug auf der, noch genug Speicher auf der Karte habe hier. Ja, zum Extra Deck. Jo, ihr könnt auch hier sehen, dass wenn ich hier so dran zoome, dass ihr überhaupt nichts lesen könnt. Das liegt daran, weil die Kamera scheiße ist. Und ich zu Weihnachten eine neue Kamera krieg. Daumen nach oben, wenn ihr das auch findet. Dass das super ist. Spaß, also. Ja, bin ja nicht so der Daumenfreak. Natürlich freue ich mich immer über Daumen hoch, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Einfach, ich kriege eine neue Kamera zu Weihnachten, da freue ich mich auch schon total drauf in 3 Tagen. Und jo, also ich denke, hoffentlich bringt das Christkind mit mir, was ich will. Zwinker, zwinker. So, Beginn des Extra-Decks. Ein Leviathan. Ein Leviathan. Puh, was soll ich da groß sagen? Ist halt ein Leviathan. Wir kommen halt gut darauf mit Trooper und Trooper und Trooper und Trooper und Trooper. Und Sagan. Ja, ein Livia, also einfach für Mind Control auch sehr nice. Livia einfach beste Karte derzeit, finde ich, im Extra Deck. Ja. Ja, das waren die 3 Exits. Dann Spiel 2 Vierer. Zwar eine Utopia und eine Roach. Ja, weiß auch nicht, was ich da jetzt wieder groß zu sagen soll. Also, Roach ist halt so. Wie soll ich das sagen? Roach ist nicht besser als Utopia. Das ist wirklich meine Meinung. Ich finde, Roach ist nicht besser als Utopia. Kann ich genau sagen, wieso? Aber ich finde, es ist so. Ja, also. Roach ist. Ich muss auch mal was reden dazu. So, Roach ist schon gut, aber Utopia ist gleich gut, finde ich, weil Angriffe negieren und gegen Fairy ist Roach halt besser zum Beispiel, aber halt null Beatstick und. Also für Nexit für 2-4er und deswegen würde ich dann eher schon auf den Utopia in den meisten Fällen greifen, gegen Fairy vielleicht jetzt nicht, aber in den meisten Fällen schon zu dem der Roach. Utopia meine ich. Namri Arm, Mind Control, Wailer, ganz nice. Eine Librarian und ein Katastor, also Staples eigentlich. Was heißt Staples? Mind Control halt. Rionak und Gaia, ich spiele auch noch den Gaia, weil man mit Mind Control halt. Ancient Fairy Dragon, beste Karte derzeit gegen Gear Town.
Klicke jetzt gleich mal alle Achter da auf, damit es nicht so lange dauert. Das heißt, Alastair, Kolossal und Scrap. Wir brauchen halt viele Achter für die Tengu, Magier, Flamwell, irgendwas da Combo. Weil schon sind halt schon sehr wichtig, die Achter hier viel rauszubringen in Mengen und ja, deswegen so viel. Und dann noch Trishula, Dragonfly, Ice Barrier. Ja, Trishula eigentlich Staple in jedem extra Deck. Dann zum Side-Deck, das habe ich jetzt eigentlich nur mal so schnell gemacht. Ich werde das jetzt mal so auflegen und dann dazu erklären. So, ja, also wir beginnen mal bei einem MST gegen Geartown. Sowas gegen Blackwing und anderes Zeug. Sowas gegen Lightswans, da baue ich dann meistens Raikos oder Raios oder Whalers raus. Oder BLS. Ja, ich baue die BLS raus. Ein Enemy gegen Geartown. Zwei Consecrated gegen Dark World oder so. Und zwei Cyber Dragon. Wir können eigentlich noch zwei Chimera Tags drin, aber die sind jetzt in der Mappe, weil ich ja die Mappe aufgefüllt habe, könnte man sagen. Ja, das war das Deck-Profile. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich sehr über einen Daumen freuen und natürlich noch viel mehr über ein Abo. Und ja, das war's von mir. Ciao, Leute.